Möchtest du das als erstes? Das oder das? Oh. Oh, oh. Ich glaube, die Entscheidung ist getroffen. Moin Leute, herzlich willkommen zu einem kleinen Vlog. Und wir starten mal wieder in meinem Zockerzimmer. Allerdings werden wir uns tatsächlich heute in die richtige Welt bewegen. Da draußen, Leute, wo andere Menschen sind. Denn in der gestrigen Bad Wars-Folge mit GLP ist mir ein kleines Malheur passiert. Kannst du hier den Leuten mal erklären. Oh Gott, es tut mir leid, das. Scheinbar hat dieser kleine Zusammenstoß mit meinem Schreibtisch teils nicht wirklich viel ausgemacht. Aber man weiß ja nie. Und ich habe ein schlechtes Gewissen, meine Damen und Herren. Deshalb habe ich mir gedacht, gehe ich in die Stadt und hole Tyson ein richtig schönes Leckerli. Wir können ihn ja mal ganz kurz besuchen gehen. Tyson, der ist nämlich bei Peter, der ist gerade nicht da. So, Tyson. Hallo. Ist ein bisschen dunkel hier, ne? Tyson, ich möchte noch mal sagen, es tut mir leid, was da gestern passiert ist. Bist du noch ein bisschen müde? Ich werde dir aber ein Leckerli holen, Tyson. Tyson, es tut mir wirklich leid. Bist du sauer auf mich? Nein, bist du nicht. Ja, alles gut, ne? Alter Dickkopf. Dieser Hund hat sich nämlich heute Morgen, als Peter mit ihm draußen war, hat er sich in Scheiße gesuhlt. Ja, wieso? Wieso machen Hunde das eigentlich? Kann mir das jemand erklären? Ich weiß nicht, was da los ist. Warte mal, funktioniert bei Peter das Licht? Ja, der hat Licht. Das gibt's ja nicht. Guckt euch das an. Patz. Bei mir ist ja immer noch die Glühbirne ein bisschen kaputt. Ja, Tyson! Ja! Gibst du mir Edgar? Das ist ein... Oh, nee, das ist Schmetgar, ne? Ja, pack ihn dir, Alter! Hol ihn dir! Ja, Tyson ist auf jeden Fall ein Jagdhund, das merkt man ganz klar. Okay, Tyson, ich gehe jetzt raus, ne? Ich gehe jetzt raus und hol dir was richtig Leckeres zu essen. Was richtig Leckeres. Gehst du hin? Ja, nee, nicht in die Küche. Hier gibt's auch nichts zu essen für dich. Tyson, du weißt, du hast Hausverbot. Ja, du hast Hausverbot. Ich spiele mit Schweini, mit Schwein. Und Goal! Tyson, jetzt komm! Leute, ich habe mich jetzt mit Peter getroffen. Allerdings haben wir unsere Mission bis dato ein bisschen verfehlt. Wir sind gerade bei Galeria Kaufhof. Hallo. Und spielen einfach mit irgendwelchen... Ey, fährt er jetzt da runter? Es wäre nice. Ich will, dass er unbedingt da runterfährt. Aber er macht gar nichts. Peter, du machst es nur kaputt. Ich habe gerade schon so einen losgelassen, aber das macht gar keinen Sinn. Guck mal, jetzt weiß ich, wie es funktioniert. Der startet hier, weißt du, ich lade den so... Zack, und dann fährt er nur da geradeaus. Das ist richtig lame. Guck mal, warte. Crash! Ja, war einer zu stark. Und ich wollte mal aus Jux und Trollerei einfach mal gucken, ob die so... Kennt ihr diese Autos, wo man als Kind selber drin sitzen konnte, diese elektrischen? Die gab es bei Mediamarkt für 150 Euro. Und ich will nur mal gucken, was die so generell kosten, weil ich habe da nicht reingepasst. Das war so ein Mercedes SLS. Habe ich richtig Bock drauf. Aber die gibt's hier einfach nicht. Genau. Hey Leute, YouTube Money, dies, das. Schöner Mercedes. Aber hier gibt's sowas nicht. Ein bisschen Star Wars. Ein bisschen Playmobil. Oh Mann, ey. Na gut, wir gucken gleich mal, ob wir vielleicht doch was finden. So Leute, wir haben es jetzt zu Drogeriekette XY geschafft. Und werden jetzt mal gucken. Also mein Favorit sind ja die hier. Die sehen richtig nice aus. Da bin ich ein bisschen selber gespannt, ey. Vielleicht so einen. Kannst du mit Tyson teilen? Nee, das Problem ist ja, dass Tyson immer so ein bisschen krantig wird. Der ist richtig gierig. Ich würde sagen, einmal die sehen richtig geil aus. Und dann hier ist noch Rabbit. Ah, Rabbit könnte es Probleme geben. Hier, unterwegs. Die sehen auch geil. Guckt euch diese Brocken an, Leute. Guckt diese Brocken an. Was gibt's noch? Mag Tyson sowas? Nee, Tyson kriegt nur Trockenfutter. Ah, nur Trockenfutter? Ja. Okay, gut. Brauche ich mir jetzt ja auch nicht. Hier ein Riesenknochen. Du bist ja der Experte, Peter. Ja, Riesenknochen kaufe ich Tyson auch immer. Boah, was ist das denn, ey? Du musst dir was zum Kauen kaufen. So eine Kaustange oder okay, so. Okay, eine Kaustange meinst du? Ja, hier, aber hier hat er ja schon was zum Kauen. Das ist auf jeden Fall nice. Aber Tyson hat einen richtig krassen Kiefer, ne? Wie ein Haifisch, Alter. Wie ein Haifisch. Ja, die hole ich ihm auch immer. Genau. Kaumix. Vom Pedigree. Richtig nice. Mit Calcium. Also Tyson, wenn du mir jetzt nicht mehr vergibst, ey, dann weiß ich auch nicht. Wir sehen uns gleich wieder, wenn wir das erstmal bezahlt haben. Und dann geben wir das natürlich Tyson. Also Leute, bis gleich. Tyson! Guck mal, was ich hier für dich hab.
Leckerchen. Leckerchen? Ja, Leckerchen? Oh, guck mal, wie er sich freut. Wir lassen Tyson einfach entscheiden, was er als erstes hätte. Tyson, warte mal, wir legen die Sachen hier. Ja, warte. Möchtest du das als erstes? Das oder das? Oh. Ich glaube, die Entscheidung ist getroffen. Die Pfote ist auf dem Ding. Ja, warte, Tyson. So, also wenn er da jetzt... Tyson, Ruhe. Es tut mir wirklich sehr, sehr leid. Nimmst du das als Entschuldigung an? Ja! Sauber, Tyson. Die anderen Sachen, ich gebe die mal in die Obhut von Peter. Obwohl, warte mal, wir können ja rein theoretisch, können wir... Ach komm, heute ist Weihnachten für Tyson. Na? Hier ist es. Guck mal hier. Willst du nicht? Okay. Vielleicht, also das scheint nicht so der Kaumix, ey. Damit hat er schlechte Erfahrungen gemacht. Aber. Alter, die riechen lecker. Tyson, möchtest du so einen? Oh, die sind besser, ne? Die riechen auch viel leckerer. Ja, möchtest du noch einen? Weiß aber dann jetzt. Zack. Okidoki. Tyson, wir sind wieder quitt. Fist. Und dann, ja, meine Damen und Herren, wenn euch der Vlog gefallen hat, lasst eine kleine Bewertung da. Schaut auf jeden Fall bei Peter vorbei und bei Tyson. Obwohl Tyson hat keinen eigenen Channel, aber wenn ihr mehr von ihm sehen wollt, habt ihr das bei Peter auf jeden Fall. Und ja, dann war's das, Leute. Haut rein. Ciao, ciao.